Wenn ich die selber Akteure von dem ganzen gesamten Theaterzirkus nicht wäre, ja, wäre ich bestimmt als Menschenrechtler und Schriftsteller wütender als jetzt. Und wie kann das sein, dass sie ernsthaft prüfen, dass sie in einem Land ausliefern wollen, dass dieses Land in die Richtung der Faschismus geht, die eigentlich Spanien selber aus der Geschichte sehr genau wissen müssen, was bedeutet es für die Menschen, für die Schicksale der Menschen. Motiviert natürlich, weil ich über den Genozid an den Armeniern und über die Rechte der Kurden laut spreche und Bücher schreibe.